Ja, ich bin durch Zufall auf diese Kiste hier gestoßen. Und zwar ist das eigentlich so ein Acid Sequencer, angelehnt an den ursprünglichen Synthesizer 303 von Roland aus den 80ern. Und der war ja analog und hier hat man jetzt also auch versucht, diesen Sound nachzuempfinden. Aber um den ging es mir eigentlich gar nicht. Das Tolle an der Kiste ist der Sequencer, den man nämlich mit einem anderen Synthesizer verbinden kann. Ich nehme hier jetzt mal den Blofeld, weil der gerade in der Nähe war. Und ich spiele jetzt einfach mal los, nur mal damit er was hört. Den Sound lasse ich jetzt einfach mal so. So, da hört ihr jetzt ein ganz einfaches Pattern. Das sind nur fünf Klänge. Und ich kann hier einfach drehen und zum nächsten Pattern wechseln. Das ist auch ganz lustig. Ich kann auch diese beiden verketten, indem ich hier einfach rüber wische. Ich könnte aber auch den mit dem verketten. Super, also sehr intuitiv zu bedienen, das Ding. Ich kann aber auch hier komplett drüber wischen und verkette dann also mehrere Patterns miteinander, also mehrere Tonabfolgen. Aber was ich besonders toll finde, ist die Shuffle-Funktion. Und zwar, also ihr werdet es ja gleich selber hören, wenn ich das Tempo hier gedrückt halte, dann kann ich hier einen Wert zwischen minus und plus 50 einstellen. Ich mache mal erstmal plus 10, weil ab 10 hört man es ungefähr. Ne? Dann kriegt es so einen Schwung. Wenn ich es höher stelle, verschiebt es sich ein bisschen. Wenn ich es rückwärts mache, das ist jetzt 0, minus 10, dann ist es praktisch verkehrt rum. Aber so kann man also sehr schön Patterns abspielen. Und da man die ja auch noch verketten kann, ganz einfach, kann man sehr schnell tolle Effekte erzielen. Ja, die ganzen Effekte, die wirken nur für den internen Synthesizer. Die haben hier jetzt gar keinen Effekt für den externen. Ach so, eins habe ich ja noch vergessen. Ich kann auch die Tonhöhe ändern, indem ich hier Keyboard auswähle, Keyboard gedrückt halte und dann eine Note drücke. Dann ändert das Pattern seine Tonhöhe. Das ist natürlich auch cool. Hier geht es immer Oktave höher bzw. Oktave tiefer. Ich glaube, höher geht es aber nicht. Jetzt ganz tief.
aber sehr, schon sehr, sehr tief. Ja, hier am Blofeld kann man ja auch sehr leicht den Sound ändern. Ich drücke hier einfach, ist ja alles schön beschriftet. Cut-off Nummer 2. Das sind diese Spitzen wie so Tropfen. Cut-off Nummer 1. Oder Resonanz. Ja, ist auch ein irres Gerät. Das Ding ist ja made in Germany sogar. Blofeld, der Bösewicht aus James Bond. Die haben es irgendwie mit den James Bond. Es gab ja auch mal einen Q, oder den gibt es ja auch noch. Tropfen. Ja, lustige Sache auf jeden Fall. Wenn ich auf Play drücke hier, dann ich kann die auch mal einen ganz anderen nehmen. Ist auch lustig, gell? Ja, da gibt's, der hat ja 1000 Sounds drin, die man auch alle ändern kann. Man kann auch eigene herstellen. Karma, Koma. Ja, und so weiter und so fort. Also eine tolle Kiste. Sehr interessant, was man damit anstellen kann. Jo, das soll es mal wieder gewesen sein. Und dann, ja, ich bin noch am Experimentieren und ich fummel mich so durch.